Hallo Legendenfreunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson, oh Gott, fast meinen Namen vergessen, und herzlich willkommen hier zurück zu Need for Speed, die 2015er Edition, das Ganze gespielt auf der Xbox One, die PlayStation-Version sieht besser aus. Muss ich mal ehrlich hier am Anfang mal sagen, wir haben das letzte Mal haben wir uns fleißig eine GTR aufgebaut mit über 1100 PS. Richtig geil, die Karre hat richtig gar keinen Spaß gemacht, habe ich sofort wieder verkauft. Hab mir jetzt den Wagen geholt und den werden wir heute einfach mal gemeinsam ein bisschen aufbauen. So, wir fangen wie gewohnt mit den ganzen optischen Sachen an. Doch erstmal guck mal, was gibt's denn für Folien? Brauchen wir nicht drüber reden, gefällt mir. Der rote Kasper, mach mal drauf. Gut, und jetzt geht's Richtung Optik. Jetzt bin ich mal gespannt, was es hier so alles gibt. Eine Carbonhaube wäre really nice, gibt es aber nicht. Es gibt, die Klappscheinwerfer gibt es übrigens eine Version, da sind die leicht aufgestellt. Gibt es im echten Leben, aber nicht im Spiel. So, Stoßfänger, was haben wir denn da Schönes? Aha, BN Sports, da haben wir doch schon mal eine Marke, die auf jeden Fall was hermacht. Das sieht alles, ist das unten gewollt oder ist das einfach nur hässlich? Das geht gar nicht, Ach, das sieht irgendwie scheiße aus. Das war im Ernst. Wartet mal, passt mal auf. Die haben, glaube ich, ein bisschen geschludert, was das Design angeht. Die haben das Design auf die Serienkarre gemacht, aber nicht das Design auf das gesamte Auto. Also auf die Spoiler, die es gibt. Denzufolge gehen wir nochmal hier rein und gucken jetzt nochmal alles durch. Yeah, sieht das geil aus, sieht das scheiße aus, das geht mal gar nicht und das geht überhaupt nicht. Gut, denzufolge würde ich sagen, das wird es werden, aber wir gucken erstmal weiter drumrum. Was haben wir noch? Außenspiegel können wir ändern. Da schau her. Und diesmal sogar auf der richtigen Seite. Need for Speed, Street Style. Run Free. Auf jeden Fall alles besser als... Ne, das geht ja mal gar nicht. Am Ende leuchtet die Scheiße da draußen noch. Wir machen mal die drauf. Kotflügelverbreiterung. Dezent bitte. Jawohl. Und das Ganze ohne Carbon. Warte mal, apropos dezent. Gibt's denn hier Bodykits? Was bist du denn gemacht gewesen? Aber es ist noch lang nicht tot. Das kann man machen? Warte mal, bin ich jetzt blöde? Warum gibt es jetzt hier eigentlich andere Scheinwerfer? BN Sports ist einmal das komplette BN-Kit. Und mir gefällt, glaube ich, das ganz gut. Das machen wir drauf, das kaufen wir uns. So, gibt es jetzt hier doch Scheinwerfer oder was? Nö, gibt es keine. Machen wir halt hier auch diese anderen Außenspiegel drauf. Oh, die sehen doch scheiße aus. Ich will nicht so leuchte Krimskrams haben. Wir lassen die drauf. Frontbleche. Kann ich da was drauf machen? Was ich geil finden würde, wenn man einfach die Option, die man nicht hat, auch gar nicht das auswählen kann. So, wir werden den Wagen auch vorne ein bisschen tiefer legen. Einfach ein bisschen mehr Keilform. Und dann insgesamt den Kessel ein bisschen runter. Aber nicht komplett. Sagt das und macht es trotzdem. Felgen und sowas stellen wir dann gleich ein. Wir gehen erstmal drum herrings. Wir haben Kotflügel, Heckbleche, gibt es keine Teile. Auspuff, werd mir mal gespannt. Da muss eigentlich eine richtig fette Dröte drunter. Das würde sogar gehen, aber es gefällt mir auch nicht so. Single Pot, einer. Dieser da. Den kaufen wir. So, Heckdiffuser. Pass mal auf, jetzt wird's lustig. Das sieht einfach aus wie gewollt und nicht gekonnt. Das kann man machen, aber wir haben kein Carbon an dem Auto. Demzufolge mache ich sowas auch nicht drauf. Stoßstange. Need for Speed. Was ist das? Ach, das ist einfach weggemacht. Das ist... Was ist denn daran jetzt inkompatibel? Ich sage inkompatiblen Gegenstand kaufen. Was macht er? Nicht. Street Style... Ach, mit der Auspuffanlage ist er inkompatibel. Ja, Schnuffi, das machen wir da ganz schnell wieder weg. Gegenstand, bitteschön. Und jetzt gibt mir eine richtig geile Heckstoßstange. Need for Speed. BN. Wir haben aber Origin Labs, ne? Wie sieht denn das aus, wenn ich das mache? Und jetzt kann ich aber keine Auspuffanlage mehr ändern, oder wie? Doch, kann ich. Das erste Mal, dass sowas sogar irgendwie lustig aussieht. Weil die großen Rohre nicht weit genug rausgehen. Da fehlt irgendwie ein Meter Rohr. Wollen wir richtig einen Assi-Bomber machen? Wir machen mal einen richtigen Assi-Bomber. Gott, sieht das scheiße aus. Aber genau deswegen baue ich das jetzt so. Was haben wir hier?
Oh, Origin Labs, das Ding wird so hässlich aussehen. Vielleicht ist er hässlich, das neue Innen. Ich weiß es nicht. Kann man da vielleicht noch was oben drauf schrauben? Ne, schade. Leider nicht. Gehen wir nochmal drum rum. Ob das alles auch richtig stimmig scheiße aussieht? Das sieht alles richtig stimmig scheiße aus. So, Felgen, passt mal auf. Gut, das sehen wir noch nichts, aber wir wählen das mal Felgen aus. Hier müssen eigentlich so Work oder sowas drauf. Irgendwas, was ein bisschen nach was aussieht. Sagt es und verguckt sich sofort in diese Felgen. Sieht da mal richtig geil aus. Watanabe. Machen wir. Machen wir drauf. Größe. Geht ein bisschen was mehr? Ja, hier. Machen wir. So, die Felgenfarbe lasse ich sogar mal so. Gehen wir mal eins Zürich. Reifen, machen wir irgendwas Gezogenes drauf. Irgendwie was, ein bisschen nach was aussieht hier. Falken, Speedhunters. Speedhunters gezogen, machen wir da mal das drauf. Wieder, wir müssen den Wagen. Haben wir den schon tiefer gelegt? Und dann finde ich es aber echt traurig. Ah, doch, hier gibt es andere. Man muss die Augen in der Hand nehmen. Keramik, gelocht, geschmiedet, geschlitzt. Kann man nicht erkennen? Was haben wir hier? Brembo? Wir machen hier mal Stop-Tech sieht eigentlich auch ganz geil aus. Oder Willwood. Wir machen mal Stop-Tech drauf. Einfach weil die Farbe geil aussieht. Hinten die. So, jetzt müssen wir uns alles merken, was wir jetzt gebaut haben. Das müssen wir nämlich vorne alles nochmal machen. Felgen. Felge wechseln. Watanabe. Halt. Nee. Die ist es, ne? Watanabe Type R. Ich hab's wieder vergessen. Wir müssen nochmal hinter. Watanabe. Nein. Watanabe. Welcher haben wir drauf? Type R, ja. Die R-typische. So, also. Nochmal ganz von vorn. Oh, 20 Mal geklickt und immer noch daneben. So, Watanabe, wo sind sie denn hier? Type A. Type R. Kaufen. Wir haben immer noch genug Geld für jede Sünde, die noch auf uns zukommt hier. Die Farbe machen wir ganz zum Schluss. Demzufolge lasse ich das Ganze so. Wir gehen hier raus. Wir ändern hier auf Speedhunters gezogen, hat man gesagt. Speedhunters normal. Speedhunters gezogen. Sieht gut aus. Felgen haben wir. Die Bremsscheiben haben wir. Stop-Tech machen wir vorne die, die ein bisschen nach mehr aussehen. Nämlich die. Obwohl die eigentlich, naja, geschlitzt haben wir. Gut, perfekt, bleibt auch drauf. Okay, das wäre dann demzufolge unser Bomber. Natürlich die Reifen hinten, die müssen noch eine ganze Ecke weit raus. Was haben wir hier? Diffuser kann man noch drunter schrauben. Ne, kann man nicht. Der Auspuff geht gar nicht, ne? Der Auspuff geht überhaupt nicht. Da stimme ich euch auch zu. So, Fahrzeuglager anpassen. So, wir sind schon ganz unten, das ist gut. Jetzt machen wir mal die Reifen ein bisschen raus hier. Maximal. Oh Gott, nee, das ist ein Sturz. Bin ich denn irre? Vorn ein bisschen rein. So ungefähr. Hinten müssen wir maximal. Sturz minimal. Eigentlich müssen wir auch Sturz bei dem Eimer komplett machen. Weil der einfach so scheiße aussehen soll. So, bestätigen. Wie sieht er aus? Richtig scheiße. Richtig scheiße. Das hässliche Entlein nenne ich den Wagen einfach mal. Am Ende fährt er sich wie ein junger Gott. Man weiß es nicht. Der Auspuff, der geht gar nicht. Der Auspuff, der geht gar nicht. Aber sowas geht halt auch nicht. Geht's vielleicht hier als. Ne, als Endding. Irgendwas harmloseres. Sowas vielleicht. Need for Speed. Oder komplett weg. Toyota Serie. Ne, pass mal auf, wir machen mal den drauf. Weil da kann man nämlich dann den normalen Auspuff drunter schrauben. Dann sieht er vielleicht doch nicht mehr ganz so hässlich aus. Stimmt, aktuell Run Free. Machen wir den mal drauf. Haben wir nicht sogar Run Free Außenspiegel? Ich habe sie gekauft, aber nicht montiert. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Mit dem Unterschied, dass der Name anders ist, aber ich sehe da keinen Unterschied. Siehst du da einen Unterschied? Machen wir Run Free drauf. So. Der Eimer sieht er jetzt gar nicht mal. Der Sturz ist zu krass hinten, ne? Dadurch gucken die nicht so schön.
Ah, ist alles inkompatibel, ist logisch. Mir gefällt das nicht. Sturz vorn. Also vorn sieht er echt böse aus. Ich würde ihn sogar vorn ein Stück weiter wieder reinfahren und den Sturz ein bisschen neutralisieren. Dadurch stehen die Reifen auch ein bisschen besser im Rathaus. So, und hinten müssen wir einfach maximale Breite gehen. Aber ich mache den hinten mal komplett auf neutral. Sieht zwar dann scheiße aus, aber machen wir es mal so. So machen wir es jetzt. Okay. Bestätigen. Ja, vorn gefällt er mir besser als hinten. Hinten müsste der eine ganze Ecke weiter raus, aber was willst du machen? Aber ich will ihn aber auch nicht vorn. Oder machen wir den vorn noch ein Stück enger? Also noch weiter reinfahren? Ne, das lassen wir mal so. Das lassen wir so. Ich glaube, das Optische ist damit fertig. Wir machen nur die Scheibentönung. So, schicki schicki. Wir können ja beim Hexboiler nochmal gucken. Ne, das geht gar nicht. Brauchen nicht drüber reden. Run free. Run free. Wo ist der Unterschied? Ja, komm, wir lassen den drauf. Origin Labs. Macht zumindest bitte was her. Joa. Ist nicht schön, aber unser. Jetzt geht's Richtung Leistung. So, da schauen wir nochmal. Leistungsmäßig wird der Wagen nicht die 1000 PS knacken. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber wir werden gucken, was dabei rauszuholen ist. 177 PS. Man soll ja angeblich mit jedem Auto mithalten können. 200 PS. So, 114, 87, 114. Wo ist der Unterschied zwischen den zwei Ladern? Ich sehe keinen. Ist einfach nur, damit es mehr Teile gibt, oder? Kaufen wir den. 25.000 Öcken? Boah. Nein, ich bin noch nicht fertig. Da wird mir schon wieder ein bisschen schlecht. F 431 PS. 45 haben wir auch bald. Da wird das mal bald. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Wagen nicht lang fahren werden. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass 600 PS auf den sehr, sehr leichten GT86 zu viel des Guten ist. Oh, 44. Sind wir bald, dann können wir uns die Rennauspuffanlagen kaufen. Oh, und der hat bereits einen Teil schon drin. Wie schön, dass wir es trotzdem verkaufen werden. So, natürlich hier wieder auf Zeitnitro. Fahrwerk. Diff. 41.000, wir gehen mal wieder auf, ich gehe auf Drift-Reifen und Grip-Setup, so hat man das da irgendwie, ne? Oder andersrum. Machen wir auch, ich muss den Scheiß einstellen, Handbremse lasse ich Serie, Stabilisatoren. Also die Fahrwerksteile, die wirken sich null, wirklich null aufs Fahrverhalten aus. Also nicht so wie ein Forza, kaufst dir ein besseres Fahrwerk, bist du automatisch besser. 754 PS haben wir damit. Was ist eigentlich das jetzt hier? Ach so, das sind die Stufen, alles klar. Gut, dann gehen wir mal raus, wir stellen den Wagen jetzt natürlich noch professionell ein. Ja, alles verwerfen. Nehme ich auch wieder 3 auf Drift. Okay, machen wir es nochmal so. Lenkverhalten ist okay. Das lassen wir alles so. Launch Control wegen mir. Das ist alles gesperrt. Lassen wir auch so. Bremskraft auf vorn. Das lassen wir auch so. Das lasse ich auch so. Mein Gott, Federhärte vielleicht ein bisschen steifer. Stabi vielleicht ein bisschen weicher. Lustig, dass das gar nichts bewirkt oben in der Anzeige. Machen die Stabi ein bisschen weicher. Nitro Maximum so gut wie auf Leistung. Bestätigen, fertig ist. Dann werfen wir doch hier nochmal einen Blick in die Folien- und Farbenabteilung. Folie und Farbe bearbeiten. Decals, ne, da bin ich zu blöd dazu. Wir gucken mal, was es hier für schöne Farben gibt. Ich habe ja was Schönes im Angebot. Aber eigentlich so ein Grün. Da habe ich schon wieder ein rotes Auto, ne? Was Grünes hätte vielleicht was, aber der GTR, der war auch schon grün und das ging überhaupt nicht nach vorn. Eine Leuchtefarbe. Ist echt schwierig. Was Pinkes? Ne, das ist zu viel. Welche Farbe passt denn zu Pink? Pass mal auf. Ich hab ne Idee. Wir machen den Schneeweiß. Nicht Chrome, sondern Klarlack, matt. Seidenmatt. Das sieht gut aus. Wir machen den Schneeweiß. Änderung Speicher natürlich. Neuer Speicherslot. Und geben den Felgen nochmal ein bisschen Liebe. Ein bisschen Aufmerksamkeit.
Nämlich, ihr bekommt eine richtig geile Farbe. Passt mal auf. Viele werden jetzt schon die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, bitte, bitte, bitte tu es nicht. Primäre Farbe. Zurück. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Chrome Pink, Leute. Chrome Pink. Gib ihm. Da mal einen Gruß an alle Mädels da draußen, die auch in Need for Speed verzweifeln. Sieht das nicht richtig scheiße aus? Schon, oder? Aber vielleicht gewöhnen wir uns dran. Vielleicht ist es ja auch ein neuer Trend. LDY für Lady und DRF für Drift. Lady Drift. Voll die Abkürzung, oder? Little Drift. Nee, das Pink, das geht nicht. Vielleicht grün oder so. Wir fahren erstmal eine Runde, bevor wir uns in den Wagen total vergucken und sagen, oh, das ist unser absoluter Traumwagen. Oh Gott. Die Nichtskönner sind rausgeflogen. Ja. Das Angerufe geht mir nach wie vor auf der Eier. Hat auch mal einer in den Kommentaren mal geschrieben, ja Tom, die müssen anrufen, um dir den Fortschritt mitzuteilen, dass du weiterkommst. Einmal ist okay. Ab zweimal wird's... ist es nicht mehr so okay. Ab dreimal wird's nervig, ab viermal ist es penetrant, ab fünfmal können sie mich mal. So. Der ballert schon mal schön rum. Robin. Robin hier. Also echt, ich nörgel schon rum, als wären wir verheiratet. Und tschüss. Launch Control. Der pendelt ganz schön nach, muss ich sagen. Läuft bei mir. Gut, da wollen wir nochmal kicken, was jetzt hier die Leutchen zu sagen haben. Lass alles stehen und liegen und komm zu Robin, nämlich zu den Risky Devils. Machen wir doch Teufelsverfolgung. Zeitlich begrenzter Bonus. Mal gucken, ob wir mit denen einmal Land sehen. Oh Gott. Ich sehe uns schon, ich weiß, ihr könnt das nicht mal hören, aber ich sehe uns schon das Auto wieder verkaufen in der Folge. Es ist einfach nicht so, ich brauche bei einem Auto, es ist wirklich so das Gefühl, auf den ersten Blick passt es oder passt es nicht. So. Die Felgen sind auch einen Tacken zu groß. So hört sich ein Turbolader an. Also ein Blow-Off, besser gesagt. Darf ich jetzt endlich mal spielen? Meine Fresse. Übertrifft die Vorgabe der Risky Devil. Macht euch bereit, es rauchen zu lassen. Auspuff sieht geil aus, Auto sieht scheiße aus. Drift Train, das heißt, wir müssen ein bisschen dranbleiben hier. Grüßt euch, so begrüße ich alle meine Mitfahrer. Oh Gott. Also der schwänzelt extrem mit. Aber vielleicht gewöhne ich mich ja da dran. Bleibt bei der Gruppe, ansonsten kriegst du keine Punkte. Ey, dieses Nachgependel, das geht mir so auf die Eier. Du lenkst den gerade und dann schwimmt der so.
Nee, Leute, das wird nicht unser neues Lieblingsauto werden. Ja, dieses Gependel, das macht richtig Spaß. Kann ja gut sein, dass ich hier vielleicht beim Setup bitte was falsch eingestellt habe. Komm rum! Gut, die Vorgabe sollten wir eigentlich knacken. Haben wir auch schon geknackt. Also ich fahre das Rennen mal zu Ende. Hör auf mitzupendeln. Danach gehen wir nochmal in die Garage. Und stellen den Wagen nochmal vielleicht komplett mal auf Drift ein und gucken, was dann passiert. Aktuell unfahrbar. Also der schwimmt hin und her. Ich bin nur am Rudern am Stick. Der fährt nicht geradeaus. Ich bin nur am Pendeln. So, vom Driften her finde ich ihn ganz nice. Macht doch Spaß. Aber halt dieses Mitpendeln, das geht mal überhaupt nicht. Oh, zeitlich begrenzter Bonus. Hm. Fährst du öfters? Das Kabelbinder, Klebeband und Spucke. Ja, genau. So, wir stehen auch schon fast vor der nächsten Auspuffanlage. Die gab es gleich mit 44. Fisch. Okay, das muss ich dir lassen. Geschmeidige Moves da draußen. Mal sehen, ob du das durchhältst. Ich ruf dich später an. Gibt's ein Foto, da will ich auf dem Parkplatz. Perfekt, mehr will ich von dem Auto auch nicht sehen. Blitz! Oh, Leute. 15 von 30. Okay. Ja, immer bewerf mich mit Schildern. Genau das brauche ich. Wir gehen nochmal zurück in die Garage, stellen das Auto nochmal ein. Das geht aber irgendwie eine Ecke schneller, genau, nämlich so. Stellen den einfach mal so komplett auf Drift ein, mal gucken, was dann passiert, wie er sich dann fährt. Wenn das Weggependel nicht aufhört, dann kaufe ich mal wieder ein neues Auto. Weil das ist aktuell wexi wexi. So, Handling. Grip. Wir gehen mal auf Grip. Ich glaube, da war da noch so ein komisches Rennen, das sollte ja auf Grip gehen. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal raus und gucken, das habt ihr mir auch mal geraten. Tom, du musst die Autos einstellen, je nachdem, welches Event du fährst. Also, Reifen hatten wir geändert, ja. Also werden wir auf, wir werden jetzt gucken, was das nächste Rennen ist. Dann gehen wir in die Garage, stellen wir unser Auto ein, gehen zu dem Event, dominieren alles, gehen wieder zurück, freuen uns. Okay, nein, das ist falsch. Nein, das ist auch falsch, das ist richtig. Besiege Magnus, gewinne Menno. Übertrifft die Vorgabe von Amy und Nakai-san. Was ist denn das für ein Rennen? Was ist denn das für ein Rennen? Und wo zur Hölle ist Amys Punkt? Man sieht überall die Punkte fliegen und machen und tun. Hier ist noch Eddie. Was ist Eddie? Sleeper-Duell. Das sieht aus wie ein... Das ist ein Sprintrennen. Sehr gut. Also, zurück. Maximum Grip ist ein Sprintduell. Demzufolge brauchen wir Grip. Ich gehe jetzt mal so ganz Otto normal ran, ne? Und ich gebe dir aber jetzt schon Brief und Siegel, das wird nicht funktionieren. Weil der Wagen nämlich dann fährt wie auf Schienen. Und da deswegen aber nicht schneller ist. Grip. Ich gehe da gar nicht mehr ran. Eigentlich müsste man den Leuten von Ghosts alle mal ein Handy geben, wo ihre Fans mal immer anrufen können. Das Ding muss klingeln von morgens bis abends. Und da muss man denen so nach 4-5 Jahren die Frage stellen. Die dürfen das Ding aber auch nicht ausschalten. Die müssen das auch immer bei sich haben und das Ding muss auch immer an sein. Und der Akku muss immer voll sein. Und dann muss man die fragen, so, willst du mal angerufen werden in dem Spiel? Ohne Konferenz. Also, Sie haben ihn auf dem Schirm. Hey, spricht man vom Teufel? Hab gerade Spike gesagt, dass Cook und seine Truppe dich bemerkt haben. Wow, Risky Devil. Risky Devil haben mich bemerkt. Interessiert mich nicht die Bohne. So,
Also, wir gehen jetzt hier zu dem Flammenschädel von Eddie. Das ist ein Sprint drin. Und das fahren wir jetzt. Genau, falls du nicht bereit bist, alles zu verlieren, halte an und bezahle. Dann baut bitte Cops ein, die man ernst nehmen kann. Weil das, was aktuell drin ist, das ist ein besserer Scherz. Auf geht's. Sleeper-Duell. Lauf 2. An den Start. Zeig's ein. Gut, von Sleeper sind wir ein bisschen weg. Da müssen wir den Volvo antreten. Ich hab gebremst, Leute. Aber das bewirkt gar nichts. Außer, dass hinten die Lampen angehen. Da sind die. Hier. Ich lenke auch voll ein. Du hast so einen geringen Lenkradius. Da kommt auch null mehr mit dem Arsch rum. Der fährt jetzt wie auf Schienen. Mit dem Unterschied, dass er nicht bremst. Nee, das geht gar nicht. Gut, solange es geradeaus geht, habe ich da kein Problem damit. Aber wenn jetzt hier riesen Kurvenwechsel kommen sollten, dann habe ich da ein Problem. Ein richtig großes. Ah, jetzt kommt der Arsch ein bisschen rum. Mit Lachgas und über 700 PS an der Hinterachse. Jetzt geht's Gependel wieder los. Okay. Ich meine, langsam ist der ja nicht. Das war wie ein bisschen eng. Aber du hast halt überhaupt keine Kontrolle. Du musst so früh lenken, nur um ein Auto auszuweichen. Dafür ist man hier schon relativ schnell. Ich komme ein bisschen ins Denken, ne? Dass ihr vielleicht sogar recht habt. So, wir sind durch. Es war ein richtig einfaches Rennen. Mit Überschlag sogar. Zeit ist okay. Vielleicht machen wir noch ein Rennen. Müssen wir mal gucken. Topspeed 368 oder was wir gefahren sind. Oh, neue Auspuffanlagen. Aber die packe ich jetzt hier noch nicht drauf. Höchstens bei unserem Evo. Hi, hier ist Melissa. Ich bin nicht wirklich beeindruckt, denn ich lasse mich nicht leicht beeindrucken. Oh Gott. Du hast es bis hierher geschafft, das muss was heißen. Ja. Das nächste Rennen steht an. Check deine App. Check deine App. Ich check einen Scheißdreck, tue ich hier. So, wir werden jetzt mal gucken, wie gut das ist. Amy, du bist da drüben. Wo ist denn Amy? Hier irgendwo, ne? Weniger ist mehr. Ist es das, was er übertrifft, die Vorgabe? Observiere die Route so schnell du kannst. Weniger ist mehr, genau. Auf geht's. Wir probieren mal was. Ich glaube, es ist eins der letzten Rennen von Amy mit. Wir haben ja bisher noch keinen einzigen Typen abgeschlossen und davon sind fünf im Spiel. Ken Block. Magnus Walker. Nakai San. Und noch zwei andere. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, ob es Drift war. Oh oh. Dann zeig mal, was du drauf hast. Die werden auch denken, ich habe Geld geschissen. Ne? Obwohl, bei den Felgen, da wissen sie genau, so viel Geld kann ich nicht haben. Gut, das ist ein Zeitfahr-Duell. Wäre das realistisch, hätte es mir jetzt die Karre zerlegt. Ich vergaß, dass die Bremsen nicht ziehen. Es fährt Amy immer noch ihre Klapperbüchse. Ich sag nichts dazu.
Ja, dräng mich ruhig in den Gegenverkehr oder in unseren Verkehr überhaupt rein. Ist halt wirklich beängstigend, dass du weder lenken kannst noch bremsen kannst im Grip-Modus. Du musst auch nonstop auf der Lenkung draufbleiben. Ey Leute, jetzt reicht's mal mit diesen ständigen Scheiß-Überschlagen hier. Meine Güte, Herr Gesangsverein, das ist doch nicht mehr normal. Oh, nicht überschlagen? Was ist da los? Die ist doch irre, die lenkt absichtlich in den Gegenverkehr. Ich komm nicht rum. 12 Kilometer, 2 Minuten noch dafür, das schaffen wir nie im Leben. Außer jetzt geht alles nur noch geradeaus. Ich krieg die Kurven nicht. Ich komme mir gerade vor, als würde ich Forza fahren mit allen Fahrhilfen. Komm rum! Ach komm, jetzt leckt mich doch am Arsch. Also am besten Willen, das ist doch affig sowas. Du kannst auch Handbremse ziehen, die hat auch keine Funktion. Außer, dass du ein bisschen langsamer wirst, aber die Rückleuchten nicht angehen. Ich lenke schon mal ein. Ach, leck mich am Arsch. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Nee. Raus. Das ist der größte Humbug überhaupt. So, wo gehen wir hin? In der Garage. Mir gefällt das Auto auch nicht. Wollen wir dann mal schauen, was wir für den Eimer kriegen, oder? Nachdem wir hier richtig Geld reingebuttert haben. Machen wir auch gleich wieder einen kleinen Break, damit ihr auch wieder ein bisschen Zeit habt zum Regenerieren. Wir werden natürlich unseren Evo wieder nehmen. Das Auto, was am meisten Spaß macht. Dich verkaufen wir wieder, weil du bist einfach nur... Halt, warte mal. Erstmal müssen wir noch... Nein, wir müssen noch einen schönen Daumennagel machen. So... Sieht er nicht schön aus? Okay, das reicht. Evo einsteigen. Toyota 86. 80.000 kriege ich dafür bloß. Ja, okay. Gut, er kam ja auch bloß wenig Geld. Er kam bloß wenig Geld. So, Leistungstuning. Wir werden jetzt hier auspuffmäßig die offene Anlage endlich mal reinbauen. Auspuffsystem offen. 930 PS, wenn er so weiterkriegt, kriegt man den auch noch auf die 1000. So, und dann kaufen wir uns wieder ein neues Auto, würde ich mal sagen, weil das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar, das nächste war ja, ihr wollt den Ami sehen, ne? Vielleicht sollten wir echt mal den Schritt machen und uns einen richtig schicken Ami kaufen. Das Problem ist halt nur, die sind richtig teuer. Sowas in der Art hier, eine Corvette vielleicht oder... Camaro Z28, was haben wir denn noch? Ein Benz wäre vielleicht auch was, aber eine Viper? Ne, der auf gar keinen Fall. Beatles hier. Wir könnten uns sogar einen Ferrari kaufen, dann sind wir wieder mal pleite. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Und ein E46 BMW. Nehmen wir vielleicht den noch mit. Komm, wo ist er? E46 M3. Da ist er. Nehmen wir doch mal den. So, und den bauen wir dann das nächste Mal wieder auf. Genau. Aber jetzt erstmal noch ein Blick auf, eigentlich können wir das jetzt hier sogar schon so lassen. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat dich richtig angekotzt. Wenn dem so sein sollte, Däumchen nach oben nicht vergessen, empfehlt mich weiter. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wir bauen uns mal wieder ein schickes Auto auf, um es danach hoffentlich nicht wieder zu verkaufen. Also ich bin raus, bis dann. Ciao, ciao. Dein Tom.